Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auch sehr, Klaus Bittermann heute begrüßen zu können bei uns. Wir, das muss man vielleicht bei so einer Veranstaltung wie dieser hier im Online-Format dazu sagen, das ist die Associazione delle Talpe. Wir organisieren Veranstaltungen wie diese hier in Bremen und dokumentieren die auch regelmäßig in unserem Publikationsorgan der Maulwurfsarbeit. Thomas postet da gleich mal einen Link dazu in den Chat. Dieser Maulwurfsarbeit, also unter dem Link, findet ihr unsere letzte, fünfte Ausgabe der Maulwurfsarbeit zum kostenlosen Download, sowie auch alle anderen Ausgaben der Maulwurfsarbeit. Und genau, in der Nummer 5 findet sich unter anderem zwei Texte auch von Klaus Bittermann zu Eike Geisel und Wolfgang Porsch. Als Zwischenfrage kurz, kann man mich gut verstehen? So viel auf jeden Fall zur Werbung in eigener Sache. Jetzt würde ich noch kurz was zum Ablauf sagen. Ich bin hier gleich fertig zu sprechen. Ich werde kurz fassen. Und danach wird Klaus Bittermann seinen Vortrag anfangen, der ungefähr 45 Minuten dauern wird. Und danach ihr oder seid auch dazu angehalten, Fragen zu stellen. Entweder schriftlich im Chat. Ihr müsstet einen Chat sehen. Falls ihr keinen Chat seht, dann gibt es Links für irgendwo so einen Pfeil, wo ihr den Chat ausklappen könnt. Genau, für alle am nettesten wäre es aber wahrscheinlich, wenn ihr mit Bild und Ton zu sehen seid und eure Frage direkt an Klaus stellt. Dazu meldet ihr euch vorher im Chat mit einer Sternchen plus Meldung oder so etwas. Und wenn ihr dann aufgerufen werdet, könnt ihr euer Mikro und eure Kamera anstellen und eure Frage direkt an Klaus richten. So, jetzt zu unserem Gast. Er ist noch nicht da. Klaus Bittermann ist Journalist, Autor und Verleger in seinem Verlag Edition Tiamat. Da wird Thomas auch gleich kurz hin. Genau, Thomas wird gleich ein Linkpost in den Chat zum Verlagsprogramm von Edition Tiamat. Da publiziert Klaus Bittermann unter anderem Texte von wichtigen zeitgenössischen Intellektuellen, etwa die gesammelten Werke Wolfgang Porz, auch Eike Geisel wurde schon genannt, des Weiteren Wiglaf Droste, Guy Debord, Marc Fischer wären einige weitere Namen, die hier zu nennen wären. Seine letzte Veröffentlichung erschien 2019 und trägt den Titel Einige meiner besten Freunde und Feinde. Momentan arbeitet er an einer Biografie Wolfgang Porz. So, das soll von meiner Seite auch schon alles gewesen sein. Jetzt würde ich das Wort an Klaus Bittermann übergeben. Ja, hallo. Eigentlich hatte ich mir gedacht, heute was anderes vorzutragen, als den Aufsatz bzw. den Vortrag, den ich bereits öfters gehalten habe, für den Fall, dass Leute zuhören oder zugucken, die das Ganze schon mal gehört haben, weil ich den Vortrag in ein paar anderen Städten schon gehalten habe. Ich weiß nicht, ob das geht, ein kurzfristiges Meinungsbild zu erstellen. Aber ansonsten würde ich nämlich ein bisschen was erst über Port erzählen, beziehungsweise dann anschließend was aus der in der Entstehung begriffenen Biografie, an der ich gerade arbeite, vortragen, und zwar aus Anfang der 80er Jahre, als er quasi als Ideologiekritiker gearbeitet hat. Man kann
Hortz schaffen, im Prinzip in vier Phasen unterteilen. Das war die Anfangsphase, quasi so eine Art Theoriebildung, wenn man so will. Als er seine Dissertation über die Theorie des Gebrauchswerts geschrieben hat, als er an der Uni gearbeitet hat, als er viele wichtige, längere Essays geschrieben hat, die später dann als Schubladentexte zuerst in die Schublade eben gesteckt wurden und dann in seinem ersten Essayband Ausverkauf erschienen sind. Es gibt dann eine weitere Phase, die ich als bezeichnen würde, wo er als Ideologiekritiker tätig war, wo er 1980 eben dann von der Uni weggegangen ist und sich in den Journalismus geworfen hat. Und ich muss mal kurz was trinken. Und aus dieser Zeit würde ich ein paar Sachen vortragen, die Anfang der 80er für ihn wichtig gewesen sind. Und dann eine weitere Phase, die dann anschloss, 1989, kamen die Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus. Das war für Wolfgang Port ein Signal dafür, dass er nicht länger als Ideologiekritiker arbeiten wollte, weil er glaubte, dass Feuilleton dass es sinnlos wäre, das Feuilleton weiter mit lustigen Feuilletons eben zu beliefern. Und er hat sich dann besonnen und hat als Soziologe, der er ja gewesen ist, gearbeitet hat, auch an der Uni, eine große Studie über das Massenbewusstsein der Deutschen erstellt, im Auftrag auch des Hamburger Instituts und von Jan-Philipp Rehnsmer. Das hat er dann auch weiter betrieben, indem er in relativ enger Zusammenarbeit mit Konkret, oder sehr enger Zusammenarbeit mit Konkret, er war damals gerade Anfang der 90er fast so eine Art Cheftheoretiker oder Hauptkolumnist von Konkret, genau bis 1993, als es den Konkret-Kongress gab, dann kam es eben zu dem Zerwürfnis. Er hat dann zwar noch weitergearbeitet, aber nicht mehr für Konkret geschrieben und hat sich dann sukzessive immer mehr zurückgezogen. Es gab 1998 zwar noch eine kurzfristige Zusammenarbeit mit Konkret, aber er hat sich dann zurückgezogen und ist erst, kann man so sagen, 2011 wieder aufgetaucht mit seinen beiden letzten Publikationen. So, das kann man vielleicht noch als Alterswerk dann abheften. Aber wenn jetzt nichts dagegen spricht, würde ich ein paar Ausschnitte aus der Biografie vortragen. Und habe ich übertitelt mit der Auftritt der kritischen Kritik, Schreiben als Trauer über das Scheitern der Revolte. Port hat damals ein schönes Zitat von ihm: Wahrheiten sind mein Revier, sie fallen in meine Branche. Als Publizist liefert man dergleichen gegen Zeilenhonorar am laufenden Meter. Wer das kauft, wer das liest, weiß immerhin, was ihn erwartet, er ist selber schuld. So, jetzt kommt erstmal quasi sein Durchbruch. Er hat als Journalist aufgehört und im gleichen Jahr wurde sein Essayband Ausverkauf veröffentlicht und fand große Resonanz. Nach Erscheinen der ersten Essays in Ausverkauf 1980 wurde das Büchlein des damals völlig unbekannten Port von einem der wichtigsten Kulturbetriebsintellektuellen, Wolfram Schütte, besprochen, und zwar in dem damals den Ton angebenden linksliberalen Frankfurter Rundschau, in der Port mit Lob und Anerkennung überschüttet wurde, weil er Schütte als jemand galt, der Protestbewegung treu geblieben war, weil er sich weder sozialliberal integrieren ließ, noch in das breite Spektrum der Alternativszene abgewandert war. Schütte ist begeistert
von den unzeitgemäßen Betrachtungen und radikalen theoretischen Überlegungen Ports, die auf ein Absolutes gerichtet waren. Und weil er sich auf eine Zeit bezieht, als Menschen noch bereit waren, den Machtzusammenhang zu durchschlagen, auch wenn diesen dadurch nur ein winziger Teil gerechter Strafe für seine Schandtaten in der Dritten Welt ereilt. Schütte weist auf die von der Frankfurter Theorie übernommene totalisierende Methodik hin und auch auf die von Ward beschriebene pathologische Wirklichkeit, der mit theoretischer Erkenntnis nicht beizukommen ist und die zu ihrem gesellschaftlichen Ausdruck drängt. Zitat: Wider der Erkenntnismelancholie der Frankfurter Schule tritt die reale Ohnmacht des bloßen Gedankens, dessen einzige wirkliche Kraft möglicherweise doch nur die des Eingedeckens ist, besonders schmerzhaft hervor. Schütte bewundert die oft mit aphoristischer Prägnanz und abgründigem Witz formulierten Einsichten, aber so begeistert der Zuspruch Schüttes ist, sein Versuch, Port in den Kulturbetrieb einzugemeinden, indem er ihn zu einem unserer besten Polemiker adelt oder Ports Kritik als protestierende Trauerarbeit bezeichnet, war bereits ein erster Hinweis, dass es keine große Liebe warten würde. Und als Schütte 3 Jahre später mit ähnlich großer Hingabe die Kritik der zynischen Vernunft von Peter Sloterdijk rühmte, da reagiert Port sehr empfindlich auf die intellektuelle Verwahrlosung des Feuilletons und auch eines Schüttes, weil mit dem 1000-seitigen Jahrhundertwerk Sloterdijks im Rücken nun jeder Lurch, Zitat, der sich damals verzweifelt abgemüht hat, über Marx mitreden zu können, die Gefahren der Dialektik entdeckt und Marx eine totalitäre Besserwisserei unterstellt. Inzwischen weiß man, dass Sloterdijk auch in der AfD seine Anhänger hat, wie ich vor kurzem mitbekommen habe. In gleich 2 Artikeln für Konkret und Pflasterstrand macht Port seiner Wut auf die Feuilletonisten aus Zeit, FR und FAZ Luft. Sie wollen statt der vernichtenden Kritik lieber die unkritische Vernichtung. The Times Literary Supplement lässt dann aus der in Deutschland abgefeierten Kritik der zynischen Vernunft ein wenig die Luft heraus und macht sich auf eine Weise lustig, die Port in seinem Befund bestätigt. Einer der Times Literary Supplement kommt das Ganze einer intellektuellen Ölspur vergleichbar vor, berührt die Kritik der zynischen Vernunft alle überhaupt nur denkbaren Themen, Krieg, Religion, Kapitalismus, Pornografie, Faschismus, wie dünn auch immer. Endlos modisch trägt das Buch seine banale Sicht der menschlichen Situation in einem Ton unerschütterlicher Keckheit vor. Es ist, als ob in irgendeinem Albtraum der Schreiber der Menschheitsgeschichte zurückgekommen wäre, um Zen und die Kunst der Motorradpflege neu zu schreiben. Sein Erfolg ist wirklich eine düstere Auskunft über die intellektuelle Landschaft der Bundesrepublik. Mit unverkennbarer Genugtuung schickt er Schütte den Ausriss aus The Times Literary Supplement und schreibt ihm sarkastisch: Schütte dürfe es sich nicht gefallen lassen, wenn die Engländer wieder einmal dabei sind, unsere Kulturdenkmäler vom Sockel zu schubsen. Nicht mal seine Dichter und Denker gönnen diese Krämer sehen unserem geteilten Land. Wir sollen immer nur zahlen, dann fallen sie voller Neid, Bosheit und Häme über unseren geistigen Führungsanspruch her, den Sloterdijk wie kein anderer verkörpert. Zitat Ende. Am Ende verspottet er Schütte als Ehrenretter der Kulturnation und als Prinz Eisenherz des deutschen Feuilletons. Wolfram Schütte hat daraufhin nie wieder ein Buch von Port besprochen. Aber der Artikel in der Frankfurter Rundschau weckte die anderen Zeitungen, Rundfunkanstalten auf, die das Buch sonst wahrscheinlich verschlafen hätten. Ausverkauf spaltete die Rezensenten sofort in Befürworter und Kritiker, die zumindest nicht leugnen konnten, dass Port originell war und das auch elegant auszudrücken wusste. Es ist mir unerträglich, wie viel Witz, Geisteskraft und Fantasie hier verschleudert werden, weit unter Preis, schrieb das Wespennest, während Ports Genosse aus Frankfurter Tagen Till Schulz ihn gegen den Vorwurf des ästhetischen Zynismus in Schutz nahm. Dieser Vorwurf ist falsch. Port ist Moralist und zwar in einer Weise, die nicht als Sonntagspredigt zu verstehen ist.
Und damit traf Schulz durchaus einen Kern von Ports Schreiben, denn seine Moral war Ergebnis eines radikalen Denkens, wie es auch Marx verstanden hat. Für andere allerdings blieb das Buch ziemlich unverständlich. Ports Buch ist für Intellektuelle geschrieben, er dürfte mit seinen Aussagen die werktätige Bevölkerung kaum erreichen. Und damit hatte Bertel Gotter in Radio Bremen zweifellos recht. Es war wohl kaum anzunehmen, dass die Gefahr bestand, das Proletariat ließe sich von Ports Gedanken infizieren. 1980, im Jahr des Durchbruchs, schreibt Port noch eine Polemik gegen das Kursbuch, dem man das Motiv der Rache nicht absprechen kann. Denn der Kursbuchredakteur Karl Markus Michel hatte in den 70ern immer wieder Texte von Port abgelehnt. Zuletzt vermutlich die im Jahr davor entstandene umfangreiche Studie über Jonestown, eine von Jim Jones beherrschte Sekte mit dem Namen People's Temple, die in den 60ern in San Francisco Schwarzen und Weißen gleichermaßen offen stand und für Aussteiger attraktiv war, während Gruppenabweichler drangsaliert wurden. Jones zog 1974 mit seiner 1000-köpfigen Gemeinde nach Guyana ins gelobte Land, um dort eine sozialistische Gesellschaft zu gründen, in der es keine Rassendiskriminierung gäbe. Innerhalb weniger Jahre entwickelt sich Jonestown in ein Regime mit totalitären Zügen und als einem US-Kongressabgeordneten Gerüchte über die Zustände in Jonestown zu Ohren kamen und er nach dem Rechten sehen wollte, wurde er zusammen mit seinen Begleitern erschossen. Am gleichen Tag begingen 909 Bewohner von Jonestown Selbstmord oder wurden von den Wachen erschossen, wenn sie sich weigerten, den mit Zyankali versetzten Saft zu trinken. Was Port an diesem Massenselbstmord interessiert, ist die Gruppendynamik, in der sich totalitäre Strukturen entwickeln. Wenn Leute, die mit der Gesellschaft nichts mehr zu tun haben und keine Kompromisse eingehen wollen, die ihre Utopie eines gemeinschaftlichen Lebens verwirklichen und aussteigen aus den Zwängen der Gesellschaft, wenn Leute also sich zusammenfinden, um isoliert von der Außenwelt ein Leben in einer sozialistischen Gemeinschaft zu führen. Und da gibt es natürlich auch Ähnlichkeiten zu den Strukturen innerhalb der RAF. Port analysiert in seiner Studie, wie nahe sich die gegenseitige Hilfe und die despotische soziale Kontrolle sind. Und er veranschaulicht, dass an Kranken die Mitleid genauso wecken wie Mordlust, weil beide Regungen den gleichen emotionalen Ursprung haben. Das Kursbuch hingegen, das ein Jahr nach Jonestown sich den Schwerpunkt Sekten widmet, verwandelt jeden noch so sperrigen und grausigen Gegenstand in eine gemütliche Familienangelegenheit. Der Befund, den er dem Kursbuch auf dem Weg in die neudeutsche Klebrigkeit, wie der Titel des Aufsatzes hieß, ausstellt, ist belegt mit Zitaten, die Bord recht geben, wenn er den Lesern und Machern des Periodikums bescheinigt, dass in ihnen die alte deutsche Liebe zur Volksgemeinschaft weiterlebt, weil für sie Einfalt und Leutseligkeit als besonders wertvolle und sympathische Züge des Nationalcharakters gelten. Die Harmlosigkeit eines Textes, die man im Kursbuch gehäuft antrifft, bewirkt stets die Verharmlosung des Gegenstandes der Erörterung. In diesem Zusammenhang gestellt gehen auch die guten Texte, die sich ins Kursbuch verirrt haben, resonanzlos unter. Und verglichen mit diesem vernichtenden Befund ist der kleine Seitenhieb auf Karl Markus Michel eigentlich noch zurückhaltend. Mit Sicherheit wurde er aber wahrgenommen. Denn Ports Artikel erschien in der damals ebenfalls nicht auflagenschwachen Literatur konkret. Damals lernte er auch einen Gleichgesinnten, nämlich Christian Schulz-Gerstein, kennen, über den in dem Buch auch ein Kapitel dann enthalten sein wird, das ich jetzt allerdings nicht vorlese. Dieser Schulz-Gerstein arbeitet als Spiegelredakteur in der Kultur und schreibt grandiose Feuilletons, die Port bewundert. Und Schulz-Gerstein wird wiederum auch auf Port aufmerksam durch seinen Titel Ausverkauf und fragt ihn daraufhin, beziehungsweise lädt ihn ein, auch für den Spiegel zu schreiben. Am Port schlägt ihm eine Rezension des Buches, wer sollte das alles ändern, die Alternativen der Alternativbewegung,
vom Ökonomen und Sozialwissenschaftler Josef Huber an. Damals fühlte er sich noch als namenloser Schreiber, der von Redakteuren von oben herab behandelt wird, weil sie die eigene Bedeutungslosigkeit durch die schlampige und schikanöse Behandlung fremder Manuskripte kompensieren. Nicht so bei Schulz-Gerstein, dessen Souveränität, Professionalität, beide Seiten, gönnerhafte Leutseligkeit ebenso ersparte wie ritualisiertes Imponiergehabe. Und deshalb beschwerte sich Bode auch nicht, als Schulz-Gerstein aus seinem Manuskript eine für den Spiegel druckbare Fassung herstellte, obwohl Hubers Buch für ihn wahrscheinlich nicht von sonderlichem Interesse gewesen sein dürfte, weil er sich meistens eher mit Literatur beschäftigte. Das Pikante an der Sache, Josef Hubers Buch, ein Bestseller in der Alternativbewegung, erschien im Rotbuchverlag, in dem auch Ports Ausverkauf erschienen war. Ports Kritik ist eigentlich eine Sprachanalyse, die dem Leser umso polemischer erscheint, als Port nur die in Hubers Sprache angelegten Schlüsse zieht. Und nichts ist natürlich desavouierender, als einem Autor nachzuweisen, dass er offensichtlich gar nicht so genau weiß, was er da eigentlich zu Papier bringt. Und wenn der Name des Autors und seine Titel für Sachkompetenz, Authentizität und wissenschaftliche Methodik steht, ist die Fallhöhe umso größer. Wenn Huber zum Beispiel den Regionalismus als Versuch beschreibt, die eigenen kulturellen Wurzeln vor der Ausradierung zu bewahren, dann mag das vordergründig ein schiefes Bild sein, weil man Wurzeln nicht ausradieren kann. Aber es beschwört zugleich einen Vernichtungsfeldzug, in welchem es das Recht, ja die Pflicht des Gewachsenen und Gewordenen in der heimatlichen Scholle verankerten wäre, der sozialen und kulturellen Überfremdung den totalen Krieg zu erklären. Die sprachlichen Verbildungen sind aber nicht nur ein autoritäres Syndrom der Unbeholfenheit, sie sind nicht nur einer bürokratischen Verwaltungssprache geschuldet, sondern sie entwickeln auch ein ungeahntes Eigenleben. Zitat Huber: Wenn wir faschistische Methoden ausschließen, in Klammern zum Beispiel die Leute einfach zu vergasen, werden wir auf unabsehbare lange Zeit ohne sozialstaatlich umverteilte Geldströme und ohne institutionelle Versorgung, ohne professionelle Sozialdienste sowie andere personenbezogene Sozialdienste nicht auskommen. Auf Huber trifft der Karl Kraus zugeschriebene Aphorismus zu: Es genügt nicht nur, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, ihn auszudrücken. Port ist aber nicht nur die Beamtensprache von der personenbezogenen Sozialdiensten ein Gräuel. Es kommt für ihn etwas weit Schwerwiegenderes hinzu, nämlich die verblüffende Gelassenheit, mit der Huber das Vergasen in sein Kalkül einbezieht, indem er es nachdrücklich ausschließt. Weil Port den Gedanken Hubers zu Ende denkt und ausführt, welche Konnotation mitschwingt, wenn er von wir spricht und damit die Gesamtverantwortung für das Ganze meint, ruft die Alternative Sozialhilfe oder Vergasung schieres Entsetzen hervor, jedenfalls bei allen, die nicht bereit sind, über solche Formulierungen einfach hinwegzugehen. Dieser Aufsatz im Spiegel hat eine größere Resonanz hervorgerufen, unter anderem bei Robert Jung, Rudolf Bahr und Johannes Strasser, die dem Autor dann auch gleich den Artikel als Wüstenanschlag bezeichnen. Und bei ihnen die Erinnerung an das sinnlose Attentat gegen John Lennon geweckt hat. Sie bezeichnen Port als verwirrten Typen und so weiter. Und das ist ja auch immer Ports Bestreben gewesen, mit solchen Reaktionen hervorzurufen. Port hat 1981 dann auch noch 5 Essays über Balzac geschrieben, die dann später als Buch erschienen sind und die manche,
zum Beispiel Sophie Reuss als sein schönstes Buch bezeichnen. Das ist ein Kapitel, das ich jetzt auch wiederum auslasse, weil jetzt mir es um das Jahr der Friedensbewegung geht, die das Jahr 1981 auch gewesen ist. 1981 erscheinen konkret die schweigende Mehrheit vor der Verwirklichung ihrer geheimen Wünsche durch ihre Opfer bewahren, indem er den Generalbundesanwalt Rebmann als typischen Vertreter für das verhärtetste Kollektiv der Welt identifiziert, weil nicht mal der Selbstmord seines Sohnes ihn von seinem Verfolgungseifer von Personen abhält, die sich in einem ähnlichen Alter wie sein Sohn befinden. Zitat: Vielleicht woanders mahnt der Tod zum Eingedenken zur Frage, ob eine Welt, in welcher sich die Söhne erfolgreicher Väter das Leben nehmen, denn wirklich mit Hochsicherheitstrakten und finalen Rettungsschüssen gegen alle Versuche, sie zu verändern, verteidigt werden soll. Zur Skepsis, ob eine ganze Generation von Eltern, welche ihren Kindern eine Welt geschaffen hat, die sie nicht ertragen können, obendrein auch noch das Recht besitzt, diese Kinder zu verfolgen und zu richten. Die Kinder, von denen Port spricht und die der Willkür ihrer Väter ausgesetzt sind, sitzen als Mitglieder der RAF inzwischen in Haft, werden zu langjährigen Haftstrafen oder lebenslänglich verurteilt und verhungern lieber, als im Gefängnis vor sich hin zu vegetieren, wie Sigurd Debus, der am 16. April an den Folgen eines Hungerstreiks stirbt. Für Port ist der Kampf gescheitert und deshalb vorbei. Er erinnert noch einmal daran, dass der Kampf ursprünglich im Protest gegen den Vietnamkrieg seine Berechtigung hatte, dass die Studenten einmal, wie Adorno es formuliert hatte, die Juden der Stadt waren und nunmehr der Rachsucht der Alten ausgesetzt sind, die verkniffen und verhärtet das wollen, was die Jüngeren ihnen voraushaben, nämlich ihre Jugend. Und wenn sie die trotz Seniorenkost Reformhausnahrung und Knoblauchpillen nicht besitzen können, dann schrecken sie auch nicht davor zurück, die eigenen Kinder zu vernichten. Es gibt also keinen Grund zur Hoffnung, ein Appell an die Humanität könne hier etwas bewirken. Menschlichkeit bleibt strafbar. Das Einzige, was noch helfen könnte, ist eine Amnestie, die Port auf sehr listige Weise begründet. Peter Jürgen Bog hatte nämlich behauptet, die RAF plane mit der Sprengung des Heidelberger Schlosses eine finale Aktion. Also genau das, was die für jede Sensation dankbaren Medien gerne verbreiten, die Öffentlichkeit gerne glaubt und ihre geheimen Wünschen entspricht. Um diese Obsession der schweigenden Mehrheit aufzulösen, um sie also vor der Verwirklichung ihrer geheimen Wünsche durch ihre Opfer zu bewahren, ist Amnestie das richtige Mittel und gleichzeitig die einzige Rettung vor dem nächsten Endsieg. Mit diesem Artikel wollte Port eine Debatte anzetteln, einen Ausweg aus der verwahrenden Situation aufzeigen, Leute dafür gewinnen, diese Forderung in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber eine Reaktion in den Medien blieb aus. Der Erinnerung K.D. Wolfs, dem ehemaligen Verleger von Strömfeld, Verlag hat er damals auch Veranstaltungen in verschiedenen Städten bestritten, in denen Wolf einen Film über die Black Panthers gezeigt hat und Port dann diesen Artikel auch zum Vortrag gebracht hat. Aber bezeugt ist tatsächlich nur eine Veranstaltung am 3. Juli 1981 in Freiburg, veranstaltet von der ISF, Initiative Sozialistisches Forum, wo wohl an die 300 Zuschauer ankamen, meistens von den Grünen, die dann den Saal protestierend verließen und sich die Veranstaltung in einem Tohuwabohu auflöste. Seit Beginn, also später hat er dann natürlich, das kommt verhandlich dann in meinem Buch später auch noch, die Amnestiekampagne, das war ja immer so ein Thema gewesen, das sich von damals, also quasi schon von 1981, seitdem er Kontakt mit Wackernagel und Schneider hatte, die damals im Gefängnis saßen, wegen versuchten Mords und die
damals nach etwas suchten, nach etwas Theoretischem suchten, das ihnen den Aufenthalt im Knast vielleicht, wenn nicht erklären, aber zumindest erträglicher gestalten könnten, weil die sich jetzt nicht einfach herausnehmen wollten und nicht als Verräter erscheinen wollten, weil das natürlich auch durchaus verständlich ist, suchten sie also nach einer Alternative und stießen damals auf Pauls Theorie des Gebrauchwerts, haben dann auch seine Essays mitbekommen, die er in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht hat, und haben dann eben auch Kontakt mit ihm aufgenommen. Und daraus ist dann eben auch Pauls Aufruf zur Amnestie-Kampagne, die, glaube ich, Anfang 1984 erst erschienen ist, etwas schleppend angelaufen ist. Er hat immer wieder Vorträge gehalten über die Amnestieforderung, stand aber relativ auf relativ verlorenen Posten, weil natürlich die RAF nicht sonderlich darüber glücklich war, dass einer dafür Propaganda macht, weil sie das natürlich als Verrat an der Sache aufgefasst haben, während in der bürgerlichen Öffentlichkeit das Thema zu heikel war, weil man ja früher selber noch mit der RAF zu tun hatte und es viele Leute natürlich gab, die die RAF damals ja noch versteckt hat, bevor man dann 77 da quasi kapituliert ist und mit kapituliert hat und auf die andere Seite übergelaufen ist, jetzt in verkürzter Form natürlich. Und er hat sich dafür also immer wieder eingesetzt, jedenfalls bis, glaube ich, 1987, als er dann nochmal auf einer grünen Veranstaltung der Grünen in Köln noch einmal einen grundlegenden Aufsatz über Gewalt und Politik geschrieben bzw. gehalten hat. Gut, aber wir befinden uns Anfang 1981, als am 28. Februar in Brockdorf mit 100.000 Demonstranten der größte Protest gegen das geplante Kernkraftwerk stattfand. Damals berichtete die Presse ausführlich über die im Atom lauernde Gefahr für die deutsche Heimaterde, in der Wille zur Reinhaltung der Natur mit dem Willen zur Reinhaltung des deutschen Volkes sich paart, und lieferte Pohr das Material für seine These, dass die neue Bewegung nicht nur in der Wortwahl geschichtsvergessen war, sondern überhaupt nichts dabei fand, die neu erwachte Liebe zum Vaterland gegen die Regierung zu verteidigen. Das Raunen über das Zurück zur Natur, über das vom Fernsehen ausgehöhlte Leben, über die Besinnung auf deutsches Brauchtum und deutsche Volkslieder wurde wieder en vogue. Herbert Röttgen, der Verleger von Trikon Verlag aus München, witterte diesen neuen Trend. In diesem Verlag waren in den 70ern Bücher über Streits bei Fiat, über Arbeiterkämpfer in Polen, Italien, Frankreich und andere Länder erschienen, Karl-Heinz Roths Arbeiterbewegung, Che Guevaras Tagebücher und Bommi Baumanns Wie alles anfing. Jetzt brachte der Verlag Bücher über das Schamanentum, Indianer und Hexen heraus, um das angeblich verlorene Wissen untergegangener Kulturen wiederzubeleben. Aber auch in der Taz-Berichterstattung über die Berliner Hausbesetzerbewegung und über die rebellierende Jugend, damals 80, Anfang der 80er, mit denen in Dialog zu treten in allen Talkshows zum Gebot der Stunde wurde, waren plötzlich neue Töne zu vernehmen, die dort nicht verborgen blieben. Das war ganz ungezwungen, da war ganz ungezwungen von Lebensraum die Rede, die Jugend benötigen würde, um sich selbst verwirklichen zu können. In der Taz hieß es damals in einem heute eher ungewöhnlichen, eine Art Arbeitsbericht, interner wurden quasi ausgeplaudert. Nein, das kommt später, Entschuldigung. Ich gedacht, das würde jetzt kommen. Nee, es gibt ein Zitat von Pohrt. Den Häuserkampf sah man als Winterhilfswerk mit anderen Mitteln. Und in seinen Protagonisten witterte man mit feiner Nase für den Steigeruch die Trümmerfrau.
Auch dort, wo die Jugend dem Staat entgegentritt, um wie in Gorleben mit Klampfe, Erbswurst, Ringeltanz und anderen deutschen Brauchtum den Tingplatz ihrer neugermanischen Wendenrepublik zu verteidigen, leistet sie Widerstand nur im übergeordneten nationalen Interesse. Die neuen Altlinken haben unterdessen ihre patriotischen Gefühle entdeckt und diskutieren über die Wiedervereinigung. Volkslied und Mundart haben Konjunktur. Man spricht viel von der Heimat. In der Frauenbewegung breitet sich Gebärfreude aus. Das Land hat also wieder Zukunft. Eine Zukunft für seine Vergangenheit. Obwohl Poort die von einem Atomkraftwerk ausgehende Gefahr gar nicht in Zweifel zieht, sondern nur die Art des Protests und seine Motive kritisiert und diese Kritik belegt mit Selbstzeugnissen aus Bewegungen, die seine Rückschlüsse sehr plausibel machen, kocht die Seele der Leserschaft von konkret in der der Artikel erscheint, über. Poort hat mit seiner Polemik einen wunden Punkt getroffen, denn niemand versucht, ihn inhaltlich zu widerlegen, aber alle reagieren höchst empfindlich auf das Ergebnis der stringenten Argumentation, weil sie wissen, dass das nicht sehr schmeichelhafte Resultat der Kritik auch auf sie zutrifft. Die Wellen der Empörung schwappen bis nach Berlin in das Gebäude der Taz in Wedding, in der der Redakteur Max Thomas Mehr genug Profi ist, um zu wissen, dass ein kleiner Skandal gut für das Blatt ist, weshalb er Poort fragt, ob er einen Artikel über die Friedensbewegung schreiben würde, dem beherrschenden Thema der Medien. Die Vorlage für den Artikel, der eine Menge Staub aufwirbelte und deshalb vielleicht auch der Artikel ist, mit dem Poort am meisten identifiziert wurde, der sogar noch 2 Jahre später für die renommierte Vierteljahreszeitschrift für kritisches Denken Telos ins Englische übersetzt wurde. Die Vorlage also hat Helmut Gollwitzer in einem Leserbrief an den Spiegel geliefert, was umso erstaunlicher ist, als der evangelische Theologe, der sich schon in der Kampf dem Atomtod-Bewegung in den 50er Jahren engagiert und einen tadellosen Ruf als aufrechter Demokrat hatte, bislang nicht als Chauvinist aufgefallen war. Kein Deutscher kann diese bedingungslose Unterwerfung und auf fremde Interessen, diese Auslieferung der Verfügung über die Existenz unseres Volkes an eine fremde Regierung hinnehmen. Dies, so Poort, hat nicht etwa Dr. Seltsam in der Nationalzeitung geschrieben, sondern ein Mann mit unbestreitbaren Verdiensten. Und da Gollwitzer die Stationierung amerikanischer Raketen meint, die die Bundesrepublik nicht zu verhindern wisse, ist seine im Spiegel geäußerte Flamme der Rhetorik nur als Aufruf zur Generalmobilmachung für den nationalen Befreiungskampf zu verstehen. Natürlich ist Gollwitzer kein Kriegstreiber, sondern setzt sich für den Frieden in der Welt ein. Mit guten Absichten aber ist der Weg zur Hölle gepflastert. Man kann, und das stellt Poort in den Vordergrund, jedoch nicht so tun, als hätte man die Lehren aus der Geschichte, die sonst bei jeder nationalen Feierstunde beschworen werden, vergessen. Als wüsste man nicht, was in Deutschland vor sich gegangen ist. Zitat, sogar die antikapitalistische Sehnsucht der Massen führte hier gegen alle Erwartungen nicht zur revolutionären Befreiung von der Herrschaft des Kapitals, sondern zu deren Krönung, Vollendung und Aufhebung im KZ. Die Teilung hat dieses Land nicht, wie von den Alliierten beabsichtigt, halbiert, sondern verdoppelt. Im nationalen Größenwahn ist es untergegangen, aber Untergänge waren für Deutschlands Wirtschaftskraft stets Frischzellenkuren. Hier hat man sich nach der Gleichheit aller gesehnt und der Eintopfsonntag ist dabei herausgekommen. Hier hat man die Abschaffung von Privilegien so verstanden, dass der kleine Mann, so er Blockwart ist, keine Nachteile befürchten muss, wenn er die Privilegierten denunziert. Hier hat man wortgewaltig den Krämergeist und die Kapitalisten beschimpft und das Kapital gedieh prächtig dabei. Aber danach waren alle Juden tot. Hier ist nichts ungefährlich, nicht mal die Begeisterung für den Frieden, schon gar nicht, wenn die Friedensbewegung eine deutsch-nationale Erweckungsbewegung katalysiert. Die in Gollwitzers Anklage deutlich vernehmbare Anti-Amerikanismus, der auch in der Rede von der Yankee-Kultur zum Ausdruck kam, wenn der Konkretautor Pivot, das
deutsche Kulturerbe tapfer gegenüber Fremdung verteidigt, ist inzwischen in der Linken Standard geworden. Oder wurde der Protest an dem von Amerika geführten Vietnamkrieg noch im Zusammenhang mit dem Faschismus begriffen, entsteht aus der berechtigten Kritik der 68er durch die Entdeckung nationaler Souveränität und die Beschwerde gegen die angeblich nationale Bevormundung durch die Amerikaner immer mehr eine Rhetorik der Häme und Herabsetzung, wie sie in der Rede vom amerikanischen Kulturimperialismus zum Gemeinplatz wurde. Port erhebt dagegen natürlich mit polemischer Absicht, um in der Übertreibung die Wahrheit hervorzuheben und sichtbar zu machen, Einspruch mit einem Beispiel, das noch 3 Jahre später in einer österreichischen Talkshow mit dem Moderator Karl Huemer für Gesprächsstoff sorgte, der Port während der Buchmesse 1984 eingeladen hatte. Zitat, dass wir hier weitgehend unbehelligt leben können, verdanken wir keiner deutsch-nationalen Souveränität, sondern dem Sieg der Alliierten. Mögen anderswo dem amerikanischen Kulturimperialismus die tradierten Lebensformen ganzer Nationen zum Opfer gefallen sein. In Deutschland aber begann mit dem amerikanischen Kulturimperialismus nicht die Barbarei, sondern die Zivilisation. In diesem Land ist jede weitere Filiale der McDonalds-Hamburger-Kette eine neue Insel der Gastfreundschaft und eine erfreuliche Bereicherung der Esskultur. Die Taz-Leserschaft war ein besonders guter Indikator, um die Wirksamkeit des Artikels zu testen. Denn unter ihr befanden sich überdurchschnittliche viele, deren Leid an der unerfüllten Sehnsucht nach Souveränität, die sich mit dem Protest gegen Atomkraft und Mittelstreckenraketen mischte, Port so gut charakterisiert hatte und die zu allerletzt auf das verzichten wollten, was Port für die Deutschen als unabdingbare Voraussetzung sah, wollten sie an Zuständen Kritik üben, nämlich, dass sie als Deutsche zunächst und zuerst auf ihre Nationalität verzichten müssten. Eine noch größere Resonanz hatte der Artikel, als er 3 Wochen später am 30. Oktober unter dem Titel »Ein Volk, ein Reich, ein Frieden in der Zeit« erscheint. Dort war die Reaktion sogar so heftig, dass sich die Redaktion gezwungen sah, in der folgenden Ausgabe doppelt so viel Platz für 3 Erwiderungen einzuräumen, die mit Port ins Gericht gingen. Einer davon war übrigens Matthias Greffrath. Aber das lese ich Ihnen jetzt nicht vor, weil ich nämlich noch eigentlich etwas zu der damaligen Diskussion über die Ausländergeschichte vorlesen wollte, weil die ja auch heute noch kassiert. Und zwar in dem Artikel 4 Milliarden Ausländer nimmt Port die Ausländerfeindlichkeit, die vor allem gegen die Türken gerichtet ist, aufs Korn, die Anfang 1982 in die Schlagzeilen das Weltuntergangsszenario verdrängen. Der Militärputsch in der Türkei im September 1980 hatte zu einer erhöhten Einwanderung geführt, die in den folgenden Jahren immer wieder publizistische Wellen schlug. Beunruhigende Fragen quälten die Öffentlichkeit, wie sie beispielsweise Nina Grunenberg in der Zeit stellte. Was tun mit den Türken? In der Politik ging wieder das Gespenst der Überbevölkerung um. In Büchern wie »Die Erde wächst nicht mit« wurde eine radikale Neuorientierung der Bonner Außenpolitik gefordert und im Spiegel erfuhr man, dass die Zahl der Türken auf 1,5 Millionen angestiegen war. Rechenschwachen gab der Spiegel Nachhilfe, das entspricht jetzt schon der Einwohnerzahl von 15 Großstädten mit je 100.000 Einwohnern. Port greift in einer lustigen und scharfen Polemik jedoch nicht die Regierungspolitik an, sondern die Deutschen selbst, die auf die Einwanderung sehr muffig und ablehnend reagieren. All die Argumente der Deutschen den Türken gegenüber treffen viel eher auf sie selbst zu, schreibt Port.
Wenn also Deutsche behaupten, sie könnten mit den Türken kein freundliches Wort oder tiefschürfendes Gespräch führen, dann kommt diese Klage von Leuten, die sich vorwiegend durch Grunzen, Zuruf oder Zettel und mit den Nachbarn über den Anwalt verständigen. Und die bei den Türken bemängelte Kontaktfreudigkeit geht von Leuten aus, die selbst im hohen Maße daran leiden, dass so das wäre Kontaktfreudigkeit eine Voraussetzung für das Anwesenheitsrecht, die Deutschen stündlich mit ihrer Ausweisung zu rechnen hätten. Vermutlich war dieser Artikel der Taz zu plakativ, zu wenig regierungskritisch und zu deutschenfeindlich, was in den späteren Kritiken an Brod immer wieder als Argument auftaucht, weil man sich selbst zu den Deutschen zu rechnen begann und eine Kritik an diesen zunehmend auf sich selbst bezog. Nur ein halbes Jahr später, am 2. August 1982, erschien in der Taz ein Wohngemeinschaftsgespräch, in dem unverblümt für Ausländerstopp plädiert wurde, weil die Asylanten den Linken die Sozialhilfe und das BAföG wegnehmen würden. Ein sich Thomas nennender Mitplauderer, einer von vier alten Bekannten, die das Gespräch im letzten besetzten Haus in Frankfurt führten und deren politische Geschichte Mitte der 60er Jahre begann, wie die Taz verriet, präzisiert dabei seine Ängste vom Sozialstaatskuchen nicht genügend abzubekommen. Wenn wir hier 2 Millionen Ausländer herkommen und natürlich auf Dauer keine Arbeit finden, dann steigen die Sozialkosten, die ganze Infrastruktur ändert sich, das Land fast Land. Mein Besitzstand wird bedroht. Ort, der es gewohnt ist, untergründig eine Stimmung wahrzunehmen, die erst nach einem Ausdruck sucht und deshalb verschwiemelt und nur in Andeutungen existiert, macht es fassungslos, dass seine eigene Diagnose so genau zutrifft, ein Unterschied zwischen Linken und Neonazis nicht mehr zu erkennen ist. Damals ahnte die Wohngemeinschaft noch nicht, dass sie Gehör finden würde bei den bereits in den Startlöchern für die nächste Kanzlerschaft hockenden Helmut Kohl, der zu Beginn seiner Amtszeit eine Reduzierung der Türken um 50% plante, wie aus einem geheimen Gesprächsprotokoll vom 28. Oktober 1982 hervorging. Port war diese Einmütigkeit in der Ausländerfrage ein Beleg dafür, dass es keinen Widerstand gegen die Rechtsradikalen mehr gab. Und das erinnerte ihn daran, dass sich die Deutschen zuletzt 1933 so einig waren, als Adorno und Horkheimer die Koffer packten, nicht wegen der Nazis, sondern weil es keinen nennenswerten Widerstand der linksliberalen bürgerlichen Kräfte gab, wie sich in ihrer empirischen Studie über deren politisches Bewusstsein herausstellte. Zitat: Wenn man sich über die Chancen der Rechtsradikalen klar werden will, muss man nicht die Rechtsradikalen, sondern die Liberalen und die Linken fragen. Und wenn sie dasselbe wie die Rechtsradikalen sagen, dann besteht Grund, die Ausländer in der BRD um ihre Reisepässe zu beneiden. Es könnte durchaus sein, dass Brod sich tatsächlich überlegt hat, seinen Wohnsitz in Ausland zu verlegen. Jedenfalls trieb ihn die unter dem Titel Linke diskutieren Ausländerstopp veröffentlichte Plauderei sehr um, denn immer wieder nahm er an anderen Texten Bezug darauf. Zudem wurde die Stimmung durch Umfragen bestätigt, denn zufolge laut einer Allensbach-Umfrage, denen zufolge laut einer Allensbach-Umfrage 82% der Deutschen der Ansicht sind, dass in der Bundesrepublik zu viele Ausländer leben und lediglich 8% vom Gegenteil überzeugt waren. Aus dieser Zeit stammt auch ein Brief Ports an die Redaktion der Zeitschrift Radikal, einem monatlich erscheinenden Periodikum aus dem militanten Flügel der Hausbesetzerbewegung in Berlin, deren Herausgeber Michael Klöckner und Benny Herrlin festgenommen wurden, weil Texte von der Roten Zelle veröffentlicht worden waren. Für ihre Freilassung setzten sich unter anderem die Alternative Liste, die Taz, die Kreuzberger SPD, Günter Grass und Enzensberger ein. Herrlin und Klöckner wurden zu 2,5 Jahren Knast verurteilt, mussten die Haftstrafe aber nicht antreten, weil sie für die Grünen ins Europaparlament gewählt wurden. In diesem Brief, der sich ebenfalls auf die alle politischen Differenzen überdeckenden pathologische Xenophobie der Deutschen bezog, schreibt Port:
Von besonderer Perfidie übrigens ist das immer wieder gegen Türken geäußerte, die verstehe ich nicht, geäußert in der Regel von Leuten, die weiß Gott keine Türken brauchen, denen ein paar Seiten Marx oder Kant vollkommen genügen würden, um nichts zu verstehen, die weder die Welt noch sich selbst verstehen und dann die Türken zum Sündenbock machen. Dabei stehen sie gerade deshalb den Türken so begriffsstutzig gegenüber, weil die Türken den Deutschen so erstaunlich ähneln. Die Frauen getuckt und ungeschminkt, politisch nicht gerade von einem unbezähbaren Freiheitswillen besessen, 1,5 Millionen Armenier auf dem Kerbholz, als Nationalstaat eine ähnlich verunglückte Konstruktion wie Deutschland, eben deshalb besonders reaktionär und chauvinistisch, im anatolischen Elend zur Genügsamkeit erzogen und deshalb gut darauf vorbereitet, sich in Berlin und speziell in Kreuzberg zurechtzufinden. Pott ist später verärgert, weil Radikal in seinem Brief unter dem Titel »Es gibt kein Ausländerproblem« ohne Rücksprache einfach abdruckt. Denn diese Passage war quasi off the records, nicht weil sie falsch war, sondern weil Pott sie für politisch unklug hielt. Denn in einem gesellschaftlichen Klima der offenen Ausländerfeindlichkeit verbat sich seiner Einschätzung nach jede Äußerung, die der Gegner als Bestätigung auslegen konnte. So, jetzt sind bereits 50 Minuten rum. Ich würde im Prinzip gerne noch über einen Vortrag, den er gehalten hat, in der Hausbesetzerbewegung vorlesen. Das müsste vielleicht noch gehen, wenn Sie also noch Geduld haben. Es geht über die Rebellion der Einzelmännchen. Am 5. November 1992 hielt Pott in einem besetzten Haus in der Blumenthalstraße den Vortrag »Rebellion der Heinzelmännchen«. Er war von einigen Hausbesetzern eingeladen worden, die seine Polemiken schätzten und die nicht mit dem Senat um billigen Wohnraum feilschen wollten. Eigentlich sollte auch Karl-Heinz Roth kommen, aber er lehnte ab. Mit dem will ich nicht auf eine Bühne. Wahrscheinlich war Roth noch eine Veranstaltung in Hamburg über die Friedensbewegung in Erinnerung, die nach Ports Vortrag im Tumult endete und auf der Karl-Heinz Roth überhaupt nicht zu Wort kam, wie er mir mal erzählte. Diese nicht bloß militante, sondern auch reflektierte Fraktion im Umfeld der Radikal, Zeitschrift Radikal, trat, wie auf den zeitweise wöchentlich stattfindenden Demonstrationen im üblichen Hausbesetzer-Outfit auf, mit Jeans und Lederjacke, die einen amüsanten Kontrast zum eher unauffälligen Aussehen Ports bildeten, der aussah, als hätte er sich verirrt und wäre auf dem Weg zu seinem Büro in einer üblen Spelunke gelandet. In einem besetzten Haus ohne richtigen Veranstalter und ohne vermutlich jemanden zu kennen, einen Vortrag zu halten, der eine vernichtende Kritik nicht nur der gemäßigten Hausbesetzer enthielt, sondern auch die radikale Fraktion als Kettenhund verspottete, den man als nützlichen Idioten zum Kläffen von allein lassen konnte, um die Sozialdemokraten zu erschrecken, war durchaus mutig, weil es in der Hausbesetzerbewegung auf Militanz fixierte junge Männer gab, deren intellektuelles Urteilsvermögen nicht ausreicht, um eine solche Kritik nicht in den falschen Hals zu bekommen und die vor allen Dingen nicht lange gefackelt hätten, um ihrer eingeschränkten Sicht der Dinge auch mit Fäusten Nachdruck zu verleihen. Dennoch scheint Pott ein gewisses Febel für die Hausbesetzer gehabt zu haben, weil sie jung und eine Bewegung waren, die nicht angepasst den Erwartungen von Eltern und Vorgesetzten entsprechen wollten, weil sie nicht der politischen Apathie verfallen waren und sich den Betrieb nicht verweigerten und sich den Betrieb nicht nur verweigerten, sondern auch offensiv bekämpften. War Pott in Lüneburg, also an der Uni, noch am Desinteresse der Studenten verzweifelt und daran, dass es niemand gab, der aufbegehrte oder zumindest das Bedürfnis hatte, sich theoretisch mit einer Situation auseinanderzusetzen, die ihm noch eigentlich widerstreben müsste, so gab es in Berlin jetzt jede Menge Dropouts, die mit Rabatz und Militanz den normalen Betrieb störten und dem Senat eine Menge Probleme bereiteten und damit anfänglich auch durchaus Erfolg hatten. Wenngleich dieser Erfolg zum großen Teil auf die korrupte Politik des SPD-Senats und auf den Bauskandal zurückzuführen war, der den Senat schließlich handlungsunfähig machte. Aber Pott war nicht gekommen, um seine Sympathien zu bekunden, sondern die Besetzer darüber aufzuklären, was die Bewegung wirklich war, nämlich bestimmt keine revolutionäre, sondern lediglich eine auf ihren eigenen Vorteil bedachte Interessensgruppe,
der es um billigen Wohnraum ging. Ward schickte jedoch auch voraus, dass er als Kommentator keine unumstößlichen Wahrheiten verkünden würde, sondern man seine Kritik auch als Kritik eines mitteilungssüchtigen Spinners ignorieren könnte. Das heißt, er ließ im Gegensatz zu seinen sonstigen apodiktischen und analytischen Urteilen einen Raum, in dem es dem Beschuldigten, in dem er den Beschuldigten seine Rechte vorlas, bevor es um die Beweisaufnahme ging, zu der sich der Angeklagte ja wiederum äußern konnte. Die Ankündigung des Vortrags verriet allerdings bereits, dass die Veranstalter offenbar etwas völlig anderes erwartet hatten. Besetzte Häuser, sozialrevolutionärer Ansatz oder Modeerscheinung, Strategie der Schweine oder die Rolle der besetzten Häuser. Wie geht's weiter? Genau um diese Fragen ging es Port nicht. Port lieferte keine revolutionäre Perspektive, sondern eine Analyse der Jugendbewegung. Zitat: Mit einer Jugend, die sich nicht mehr für Che Guevara oder die Revolution interessierte, auch nicht für die Stones oder die Beatles, sondern dafür, wie man ein Waschbecken fachgerecht befestigt. Mit einer solchen Jugend konnte der Bürger reden, er konnte ihr sogar helfen, was fürs Selbstbewusstsein noch wichtiger war. Und schließlich, er brauchte sich vor dieser Jugend nicht mehr zu schämen. Schämen dafür, dass er mit seinem Heimbohrer wie ein Goldhamster im Käfig rotierte. Der arrogante Störenfried, der durch seine Weigerung mitzumachen die anderen daran erinnert, dass sie selbst nicht viel von ihrer Tätigkeit halten, war ausgeschaltet und die Volksgemeinschaft war wieder beisammen. Darüber konnten sich die Zuhörer noch amüsieren, aber es ging für sie nicht weniger ans Eingemachte. Auch wenn es schon über ein Jahr her war, als der 18-jährige Klaus-Jürgen Rattay bei einer Protestaktion am 22. September 1981 von einem Bus überfahren wurde, Rattay war zum Märtyrer der Bewegung geworden. Damals hatte Heinrich Lummer, der heute bei der AfD selbst Höcke noch den Rang ablaufen würde und von Berlins Bürgermeister Richard von Weizsäcker als Innenminister eingesetzt worden war, 8 besetzte Häuser gleichzeitig räumen lassen. Die Stimmung war auf anschließenden Demonstrationen extrem aufgeheizt und das nicht nur in Berlin. 3 Wochen später wurden auf einem Werner Buchmesse abgehaltenen Teach-In in der Frankfurter Uni die das Podium dominierten Cohn-Bendit, Josef Fischer und Kadir Wolf und anderen mit Eiern und Tomaten beworfen, und zwar von Unwilligen, den alten RK-Genossen an Militanz längst überlegenen jungen Linken, die keine Beschwichtigungen mehr hören wollten. Port dekonstruierte den Märtyrertod Rattays, der die damals gerade in Zerfall begriffene Bewegung wieder eine Zeit lang auf die Beine half, als eine trübe, zufällige und überflüssige Angelegenheit. Zitat: Da hatte man also einen Toten, der einen einerseits nicht gleichgültig lassen, mit dem man andererseits aber nichts Rechtes anfangen konnte. Vor genau dieser Schwierigkeit hat die Bewegung bestimmt eine Sekunde lang gestanden. Natürlich glitt sie über diesen Augenblick der Wahrheit rasch hinweg und der Rest war Routine. Viel triefendes Pathos und viel bemühte Rhetorik wurden an den Versuch verschwendet, den Innensenator als Täter anzuklagen, wodurch jeder wusste, dass es diesmal kein Exekutionskommando der Innenbehörde, sondern ein ganz normaler Busfahrer gewesen war. Es ist kaum anzunehmen, dass sie vielleicht 50 Zuhörer das erwartet hatten. Kaum anzunehmen, dass sie hören wollten, wie jämmerlich und überflüssig Rattay krepiert war. Auch nicht, dass diese Bewegung Märtyrer und Verräter braucht und sie Port deshalb nicht mochte. Und schließlich, dass sie keine sozialrevolutionäre Bewegung, sondern eher einer Bande oder vornehmer ausgedrückt eine militante Lobby ist. Entsprechend und auch typisch war die Reaktion der anschließenden lebhaften Debatte, wie sie Eike Geisel erinnert, und die in dem Vorwurf mündete, Port sei doch nur ein Intellektueller und am besten wäre es, er würde schleunigst nach Westdeutschland an seinen Schreibtisch zurückkehren. Und das hat er dann auch getan und seinen nächsten Artikel für den Spiegel geschrieben, eine Rezension der politischen Prosamen von Hans Magnus Enzensberger. Aber damit sind es 59 Minuten vorbei.
fast eine Stunde, eine Dreiviertelstunde wollte ich sprechen. Jetzt würde ich mal sagen, wir gehen über zur Moderation und zu dem Diskussionsteil, falls jemand Fragen hat. Ich werde sie so gut wie alle beantworten, wenn ich kann. Ja, vielen Dank für den Vortrag, lieber Klaus. Ich würde jetzt erstmal Fragen sammeln. Also tippt sie, wie gesagt, in den Chat, wenn ihr mögt, oder meldet euch. Dann können wir euer Mikro und eure Kamera freischalten. Der Vortrag wird übrigens aufgezeichnet. Wenn ihr was sagen wollt und man euch sieht und ihr nicht möchtet, dass das aufgezeichnet werdet, dann sagt das einfach dazu. Bei Video dauert es offensichtlich alles immer ein bisschen länger. Aber ja. Ich glaube, zwei Drittel. Genau, einen Moment dauert es noch. Okay, ich lese die Frage jetzt einfach mal vor. Andy fragt: Die Darstellung der Wahrheit in der Polemik, der Überspitzung ist auch schön zu lesen. Aber fordert das nicht auch eine Menge Kollateralschäden, in Anführungszeichen, an Menschen, die nicht so einfach einzuordnen sind, die weitaus mehr Widersprüche besitzen, als Port darstellt? Tja, das ist eine in der Tat schwierige Frage, weil man das eigentlich, glaube ich, nur an einem konkreten Beispiel müsste man das diskutieren. Natürlich war Port auch immer wieder mal ungerecht. So. Das ist aber natürlich auch immer eine ja, vielleicht sogar subjektive Angelegenheit. Aber Port hat immer Streit gesucht, in der Gewissheit, dass sich über Streit mehr über den Gegenstand des Streits in Erfahrung bringen lässt und man mehr darüber erfährt, als in einer ja, Übereinkunft, die man hat. Ja, wenn man immer nur die gleiche Meinung vertritt, dann ist der Erkenntnisgewinn letztendlich relativ gering. Diesen Streit hat er immer wieder gesucht und offensiv vertreten. Er hat sich auch mit mir immer wieder gestritten. So. Und ich fand natürlich das auch nicht immer richtig, was er gesagt hat. Klar. Aber das war einfach seine Methode der Wahrheitsfindung, wenn man so sagen kann. Und das Erstaunliche war, wenn er,
wenn er getroffen wurde oder selber kritisiert wurde, er ist ja oft genug kritisiert worden, dann hat er das durchaus einzustecken gewusst. Das war also nicht so, wie es häufig bei Kulturkritikern ist, die zwar gerne austeilen, aber wenn sie selber jetzt der Kritik ausgesetzt sind, sehr, sehr zartfühlend, sagen wir mal, reagieren darauf, ja, und sehr empört darauf reagieren. Das hat er eigentlich nicht gemacht. Also der hat schon entweder das ignoriert, wenn die Kritik zu doof war, logischerweise, aber wenn er auch nur ein etwas in der Kritik gefunden hat, was ihm plausibel erschien und einen Gedanken verriet, dann war er da auch immer wieder offen, ganz gleich, wie die Kritik an ihm ausgefallen ist. So viel vielleicht dazu. Aber in der Kritik, finde ich, oder in der öffentlichen Auseinandersetzung sind Kollateralschäden, jetzt, wie das jetzt genannt wurde, an Menschen sowieso verschmerzbar, weil ich glaube, in der öffentlichen Debatte sollte man sowas aushalten können. So, es wird ja deswegen niemand umgebracht. Also wenn jemand was Dummes sagt, dann muss man das auch natürlich sagen können. So. Okay, die nächste Frage kommt von Yevgeny Kasakov. Er fragt, ob Sie etwas über Ports frühere Politisierung erzählen können. War er in der SDS, hat er sich an den Fraktionskämpfen beteiligt? Ja, das wäre eigentlich tatsächlich der Vortrag gewesen, den ich ursprünglich hätte halten sollen, nämlich die politische Sozialisation Wolfgang Ports. Wie gesagt, ich habe das aus den Gründen am Anfang eben dann nicht gemacht, weil ich gedacht habe, dadurch, dass jetzt natürlich von überall her Leute das angucken können, ich habe den Vortrag eben schon ein paar Mal gehalten. Egal, kurz auf die Frage hin. Er war im SDS gewesen, er spielte keine bedeutende Rolle. Er hat, wie er an irgendeiner Stelle später mal verraten hat, mal kurze Zeit Kassenwart gewesen in Frankfurt und hat sich aber an den Aktionen durchaus beteiligt in dem Jahr 68, als oder 67, 68, als es in Frankfurt ja auch hoch herging, viele Demonstrationen stattgefunden haben, viele Sachen passiert sind. An dem soziologischen Seminar in Frankfurt gestreikt wurde, fast täglich irgendwelche Veranstaltungen bzw. Versammlungen des SDS stattgefunden haben, in der Müliusstraße in einem Studentenwohnheim, in dem Port damals tatsächlich gewohnt hat, und in dessen Keller man sich ständig auch immer getroffen hat. In diesem Umkreis ist er tatsächlich mal bei Protesten verprügelt worden von der Polizei. Es gibt da lustigerweise tatsächlich Bilder davon, weil das ein Fotograf zufälligerweise aufgenommen hat. Seine Verhaftung und wie er da am Boden lag. Und es ist natürlich vielen Leuten damals passiert, aber das ist ein Hinweis darauf, dass Bord da durchaus quasi im Handgemenge, wenn man so will, mit dabei gewesen ist. Er hat mir jedenfalls der Bruder von Kadi Wolf erzählt, der nämlich ein ehemaliger Klassenkamerad von Port in Freiburg gewesen ist und mit ihm zusammen auch in Frankfurt studiert hat, soll also nach Aussage des Bruders von Kadi Wolf, hat er Wolfgang Port auch offensichtlich Vorträge gehalten an der Uni, in den Hörsälen, über was weiß man nicht. Er konnte sich da auch nicht mehr dran erinnern, außer dass es offensichtlich so gewesen war. Das heißt, er war ein durchaus aktives Mitglied gewesen,
der sich aber, sagen wir mal, eher am Rand dieser Bewegung aufgehalten hat. Er gehörte also nicht zum Inner Circle zum Beispiel von Hans-Jürgen Krahl, die so einen Lesezirkel gebildet haben, und Georg Lukács gelesen haben, Geschichte und Klassenkampf. So, also da gehörte er jedenfalls nicht dazu, aber er war sehr beeinflusst von Krahl und seiner Theorie mit der Zerstörung des Gebrauchswerts. Das war für ihn so ein Ausgangspunkt, und auch lieferte ihm auch gleichzeitig die Idee für seine Dissertation, die er dann geschrieben hat, über die Theorie des Gebrauchswerts. So viel vielleicht dazu. Alles klar, dann gibt es eine Frage von Jan. Die lautet: Im Anschluss interessieren, wie das Verhältnis zu anderen kritischen Theoretikern war, zum Beispiel in Lüneburg oder auf dem Adorno-Symposium. Ja, also in Lüneburg, wo er ja 6 Jahre als Assistent gearbeitet hat, war er, glaube ich, ein Fremdkörper. Seine Seminare wurden tatsächlich wenig besucht. Ich habe mit ein paar Leuten, konnte ich Kontaktaufnahmen nehmen, noch die Lehrveranstaltungen von ihm besucht haben. Er hat sich selber mal darüber beschwert, aber selber mal gesagt, dass eben dass er über 10 Leute, die seine Lesungen bzw. seine Seminare besucht haben, quasi nie hinausgekommen ist. Es gab einen Versuch mit Eike Geißel zusammen 1977, fächerübergreifend ein Seminar zu gestalten, das hieß 10 Years After, also 10 Jahre nach 1967, wo er auch einen Aufsatz geschrieben hat, einer der berühmten Schubladentexte, in der er nochmal auf die 67er Bewegung einging. Und er hat immer sehr daran gelitten, dass eben diese Studenten zwar die Uni besucht haben und seine Lehrveranstaltungen, seine Seminare, aber offensichtlich keine sonderliche Ambitionen hatten, was anderes zu tun oder über den Tellerrand hinauszuschauen. Sie wollten ihre Scheine haben, und das war in der Regel alles. So. Und das hat Port, glaube ich, ziemlich zugesetzt. In dem 77er 10 Years After Seminar war das ein bisschen anders, weil das, wie gesagt, fächerübergreifend war. Das 3 Fächer waren es gewesen, also Politologie, Soziologie und Philosophie. Und Christoph Thürge, der damals in den theologischen Fachbereich aufgenommen wurde, hat eine der Veranstaltungen besucht und hat auch erzählt mir mal, dass das eine richtig tolle Veranstaltung gewesen sei, also wo Port geglänzt hätte und vor einem relativ großen Auditorium, aber das scheint wirklich eine Ausnahme gewesen zu sein. Er hat sich mit seiner Rolle an der Uni als Assistent nie anfreunden können. Er hätte nach 1980 als Professor weiterarbeiten können. Es wurde ihm dieses Angebot gemacht, so unter äußerst geringen Auflagen. Er hätte nur irgendwie so ein paar Nachweise vorlegen müssen, aber das war ihm schon irgendwie zu viel. Er hatte aber sowieso den Plan, damit aufzuhören, weil er wusste, dass er an der Uni nicht glücklich wird. Und er hat es dann auch gemacht. Er hat auch nie in Lüneburg gewohnt, weil er einfach nicht in der Nähe der Uni sein wollte. Er hat da zu dem damaligen Zeitpunkt in Berlin gewohnt, beziehungsweise später dann in Hannover, in der Zeit, als er in Lüneburg gearbeitet hat.
die Adorno-Konferenz, auf die er eingeladen war, da war er, also er hatte zu den Leuten natürlich, und das wird ja aus dem Vortrag selbst auch relativ deutlich, er hatte zu den Leuten keinen Kontakt und er konnte da auch mit den wenigsten Leuten etwas anfangen. Deswegen war auch sein Vortrag natürlich ganz anders gelagert als die anderen Vorträge, die da gehalten wurden. Und Schweppenhäuser, der das damals mitorganisiert hat, also nicht der Professor an der Uni, sondern sein Sohn, der das Buch anschließend mit den Vorträgen herausgegeben hat, der hat mir erzählt, dass Port eben kurz vor seinem Vortrag kam und gesagt hat, also mit diesem Aufsatz oder mit diesem Vortrag will er jemanden, also will er die Leute richtig verletzen und ist dann aber anschließend auch gleich wieder gegangen. Das heißt, er hatte mit den Leuten keine Diskussion. Ja, der hat hingegangen, den quasi seinen Vortrag vor die Füße geknallt und ist dann wieder gegangen. Und einer der Leute, die eben dann, weil das übers Wochenende ging, 2-3 Tage, der dann anschließend seinen Vortrag hielt, hat sich dann auch dazu hinreißen lassen, ihn Köppelsche Qualitäten zu unterstellen, was ihn wahrscheinlich sehr gefreut hat. Aber was die Frage betrifft, sein Verhältnis zu den anderen kritischen Theoretikern war also, außer vielleicht natürlich Eike Geißel, logisch, ja, also die Leute, mit denen er zu tun hatte, die natürlich auch in der Theorie zu Hause waren, mit denen hatte er natürlich Kontakt, aber ansonsten mit Unileuten hatte er wenig Kontakt oder gar keinen. Dann ist klar, es gibt noch eine Frage, die aber in der Zwischenzeit auch schon wieder zurückgezogen wurde. Da es eine andere Frage gibt, würde ich fragen, Michael Heidemann, Frage trotzdem stellen. Vielleicht gibt es ja noch eine Frage. Okay. Beantwortet. Okay, dann tippt noch jemand? Und zwar fragt Evgenie, Stichwort Gebrauchswert. Hat Port Situationisten während seiner SDS-Zeit rezipiert? Bitte nochmal. Achso, steht es ja. Nee, hat er tatsächlich nicht. Also ich habe mich sehr mit den Situationisten beschäftigt und es gibt natürlich logisch von der Theorie und von der Herangehensweise gewisse Ähnlichkeiten, auf die ich da auch mal eingehe, aber er hat vielleicht die wahrgenommen, das kann durchaus sein, ja, weil er war auch häufiger mal in Paris gewesen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das damals nicht mitbekommen hat, weil die SI in Paris vor allen Dingen natürlich schon eine wesentliche Rolle gespielt hatte, vor auch noch in den 70er Jahren. So, und aber ich glaube nicht zum Beispiel, dass er sich jemals mit Guy Debord beschäftigt hat oder das Buch gelesen hat. Jedenfalls hat er es nie erwähnt. Und im Nachhinein ist mir das auch relativ klar, weil Port im Prinzip eigentlich Lukács vor allen Dingen rezipiert hat in der Gesellschaft des Spektakels. Also über Lukács, glaube ich, auch nie so richtig hinausgekommen ist und auch ein relativ veraltetes Konzept hatte, was Redetheorie und so war. Was ihm nicht vorzuwerfen ist, weil die Redetheorie das Einzige in der damaligen Situation war, was als basisdemokratisches Instrument vorhanden war, historisch auch vorhanden war, auf das man sich beziehen konnte. Also man hatte noch keine eigene Erfahrung natürlich mit sowas. Und wenn man keine eigene Erfahrung hat, dann guckt man natürlich erstmal in die Geschichte, was gab es denn da eigentlich mal.
Und das ist ja nicht das Schlechteste gewesen, ja, aber es ist jetzt natürlich auch kein Hinweis, was darüber hinausgegangen wäre. Und ich glaube, Deborah war für ihn kein Ansatz, mit dem er hätte was anfangen können. Also da war Adorno für ihn weit maßgeblicher und Benjamin vor allen Dingen. Er hat, wie er einmal geschrieben hat, Benjamin viel lieber gelesen als alle anderen Theoretiker, die es gab. Und das waren so seine Referenzpunkte und Deborah hat ihn, glaube ich, nie interessiert, falls er es überhaupt jemals gelesen hat. Ja. Noch eine Frage von jemandem mit dem Benutzernamen ohne. Sind euch viele Menschen bekannt, die sich aktuell ähnlich streitbar oder polemisch mit einem ähnlichen Hintergrund wie Port, wo Kuhn, Wagner, Port nun alle verstorben sind? Tja, ich glaube, da bin ich vielleicht nicht der Richtige für diese Frage, ich weiß es nicht. Wir sind tatsächlich keine bekannt, obwohl ich, das liegt vielleicht an mir und nicht, vielleicht gibt es die tatsächlich, ja, aber das ist eine Sache des Hintergrunds damals. Ich glaube, die gesellschaftliche Situation hat sich mittlerweile so weit geändert, dass Leute vielleicht auch anders auf die Zustände reagieren müssen, logischerweise. Und in der damaligen Situation war das, glaube ich, auch was gewesen, wo solche Leute wie Schulz-Gerstein, Jochen Bruhn, Thalmann, Bort und so, Heike Geisel, Lothar Bayer auch und so weiter, die in den 80er, die sind ja alle in den 80er Jahren auch hervorgetreten. Also sie fanden, glaube ich, damals ein Klima vor, wo damals sowas noch möglich gewesen wäre, ja, möglich gewesen war. Heute ist erstmal eine andere Vermittlung. Also das, was wir hier machen über Videokonferenz zum Beispiel, gab es ja damals auch gar nicht. Ja. Es gab kein Internet, es gab keine schnelle Kommunikation. Man hat sich damals tatsächlich noch Briefe geschrieben. Das erfordert immer eine ganz andere Auseinandersetzung, eine ganz andere Haltung zur Welt als irgendwas schnell mal zu posten oder so, ja, oder dass es vielen Leuten nur darauf ankommt, möglichst viele Follower zu haben, zum Beispiel. Ja. Das wäre damals, hätte damals wahrscheinlich niemand verstanden. So. Und ich glaube, durch die veränderte politische Kommunikation, die stattfindet, durch das, was einem an Kommunikationsmitteln auch zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, wo man, glaube ich, gar nicht mal sagen kann, gibt es noch Leute, die so polemisch und streitbar sind wie damals, ja, weil es auch andere Themen waren, die behandelt wurden. Und klar, es gibt schon immer wieder ganz gute Sachen. Ich lese auch immer wieder mal ganz gute Sachen, aber das ist, ja, sagen wir mal, auf einem anderen Hintergrund. Das spielt sich auf einer anderen gesellschaftlichen Folie ab. So. Ist vielleicht nicht sonderlich befriedigend, das kann ich jetzt so dazu sagen. Alles gut. Es gibt keine, obwohl jetzt tippt noch jemand. Jevgeny, gab
des Kontaktes zu Michael und Katharina Rutschki. Einfach zu sagen. Nee, die waren ja auch wirklich auf einem völlig anderen Dampfer. Also, nee, da gab es keinen Kontakt. Ich glaube, das wäre Port auch relativ fremd gewesen von dem, was sie gemacht haben. Also jedenfalls Michael Rutschki. Eine weitere Person habe ich gerade noch tippen gesehen. Ansonsten würde ich jetzt auch. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Jan fragt, gibt es noch weitere Dokumente des Reports Kralrezeption? Nee. Es gibt einen Aufsatz, den er, glaube ich, noch an der Uni als Seminarbeitrag gehalten hat. Also er hat sich nämlich auch in der Uni, das ist ganz interessant, oft mit vollständigen Texten vorbereitet. Also der hat nicht irgendwie aus dem hohlen Bauch heraus den Leuten was erzählt, sondern tatsächlich mit ausgearbeiteten Manuskripten gearbeitet, jedenfalls bei manchen Seminaren, bei vielen auch nicht. Aber bei einem dieser Aufsätze steht auch drin, Kral lesen. So, also der hat es mit Sicherheit seinen Studenten immer wieder empfohlen. Und in dieser 77er Seminar über 10 Years After gibt es auch eine Literaturliste, wo Kral auftaucht und wo die Bedeutung seiner Schriften, es gibt ja nur dieses Konstitution und Klassenkampf von ihm, die posthum zusammengestellt wurden, meistens ja Mitschnitte von Reden, die er gehalten hat und Papieren, die so. Ne? Ich habe Ports Exemplar tatsächlich von der Konstitution und Klassenkampf, ich weiß also, was er angestrichen hat. Das nicht, das lässt natürlich jetzt nicht so viele Rückschlüsse zu, aber es ist logisch, dass er vor allen Dingen in seinem zweiten Aufsatz, genau. Der erste Aufsatz ging über Arbeit und Faulheit und der zweite Aufsatz ging über Kleinbürger. Und da nimmt er explizit auch immer wieder Bezug auf Kral, Tauschwerte zerstören und, ne, und über die Zerstörung der Gebrauchswerte und so. Das ist ihm da wichtig und dann versucht er so ein paar Sachen weiterzuentwickeln, gedanklich. Also es gibt auf jeden Fall, das kann man an seinen eigenen Schriften, an bestimmten Schriften auch ablesen, vor allen Dingen aber auch in der damaligen Zeit, dass es ihm wichtig war, die Sachen von Kral. Und es gibt tatsächlich einen Aufsatz von ihm, über die Beerdigung Krals, der aber entstanden ist 10 Jahre nach seinem Tod. Dieser Text aber, von dem weiß ich, dass er mal existiert hat, aber er ist nicht mehr aufzufinden. Also der ist verschütt gegangen jedenfalls. Und hat aber eben den Titel zur Beerdigung Krals 10 Jahre später. Also 70 hatte den Unfall, also ein Start von 1980, aber ja, wie einige andere Texte leider auch verloren gegangen sind, sind aus der damaligen Zeit. So. Eine Person. Nach der Frage, genau, würde ich die Runde auch, weil es ja doch schon eine fortgeschrittene Zeit ist. Henno, wenn man Port nur mit den Audio-Mitschnitten kennt, dann ist der erste Text, den man lesen sollte.
Tja, das ist eine schwierige Frage. Also, das kann ich ja vielleicht auch nochmal in die Kamera halten. Ich mache ja, ob ich das so richtig finde. Genau. Seine Werke gebe ich heraus und das sind 11 Bände geplant mit 2 Halbbänden. Also bei 2 Bänden gibt es sogar 2, bestehen aus 2 Halbbänden. Das heißt, es sind 13 Bücher. Ich bin jetzt mittlerweile bei Nummer 8.1 angelangt, der demnächst erscheint. Daraus jetzt einen Text herauszufiltern, der mit dem man anfangen sollte, ist natürlich sehr schwierig. Es kommt natürlich darauf an, weil Port hatte ja ein sehr breites Wissen. Er hat über Literatur geschrieben, er hat über die Friedensbewegung damals geschrieben, er hat alle wichtigen Themen in den 80ern geschrieben. Er hat die Massenbewusstseinsstudie geschrieben. Ja. Es kommt natürlich so ein bisschen auch darauf an, für was man sich selber interessiert. Ja, ob man sich jetzt zum Beispiel für Eric Ampler interessiert oder Literaturkritik oder über eine soziologische Studie, über politische Kommentare zum Jugoslawienkrieg oder zum Golfkrieg oder zur Wiedervereinigung. Da kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an. Aber die Ausgabe, die ich jetzt gerade gezeigt habe, ist natürlich eine Werksausgabe mit fast allen Schriften, die es gibt. Also nicht nur die schon veröffentlicht wurden zu seinen Lebzeiten, sondern er hat mir ja damals immer alles zugeschickt, was er geschrieben hat. Ich habe das immer brav abgeheftet und war dann natürlich in der luxuriösen Position gewesen, dass ich tatsächlich alle Texte hatte, auch seine unveröffentlichten. Und es sind natürlich jetzt, wie auch schon mal jemand gesagt hat, es ist natürlich quasi ein Begräbnis erster Klasse. Wenn jemand eine Werkausgabe bekommt, das ist natürlich ja was Gediegenes und vor allen Dingen natürlich auch was Tolles. Kauft sich natürlich auch nicht jeder, weil niemand das jetzt unbedingt so genau wissen will. Aber ich mache für Frühjahr nächsten Jahres bei 2 Texten, die mir sehr wichtig erscheinen, eine Volksausgabe, das heißt einfach eine Bebebeck-Ausgabe, das sind 2 Vorträge, der eine zum Beispiel gar nicht veröffentlicht wurde. Und der eine sind über 2 aktuelle Themen, wie ich finde, über Multikultur, multikulturelle Gesellschaft und über Rassismus. Das wird dann zusammen mit einem Vorwort von Dietmar Dart erscheinen. Das wird vielleicht so 100 Seiten haben. Das sind 2, wie ich finde, wesentliche Vorträge, die er gehalten hat, und zwar 89 und 92, die aber immer noch, glaube ich, für die heutige Diskussion, was Rechtsradikalismus betrifft, multikulturelle Gesellschaft, Rassismus, immer noch von Bedeutung ist, glaube ich. Ja, und das sehe ich jetzt selber auch noch. Was ist aus dem Nachlass von Port geworden? Ist er irgendwo in einem Archiv deponiert? Nee, er hat tatsächlich, das hängt damit zusammen, dass er zum Schluss dann doch etwas deprimiert war. Er hat ja 2014 einen kleinen Schlaganfall, ist dann an den Spätfolgen 2018 gestorben. Er hat dann alles weggeschmissen, was er hatte. Er hat mir zum Teil die Sachen zwar auch immer gegeben, aber leider eben auch nicht alles. Und zwar nicht deswegen, weil er aus eigenem bestimmten Grund, sondern das war auf Zufall so. Aber ich habe das jedenfalls alles gesammelt und notiert. Und wie gesagt, es erscheint ja jetzt auch in der Werksausgabe, wird es ja dann auch alles enthalten sein. Ich sammle ja auch seine Briefe und so, und es wird auch ein Briefband als letzter Band auch dann erscheinen. Auf den kann ich dann eben auch in der Biografie ganz gut zurückgreifen. So, aber er
war nie sonderlich, also am Anfang hat er natürlich auch sein Archiv gehabt, aber er hat es dann halt irgendwann mal tatsächlich einfach weggeschmissen. So. Ist natürlich im Nachhinein auch sehr bedauerlich, aber ich werde dann, wenn ich die Biografie dann irgendwann mal fertig geschrieben haben sollte, was hoffentlich noch im Laufe des Jahres passiert, die Sachen dann irgendwann mal tatsächlich einem Archiv anbieten. Und ob ich eins finde, ich hoffe es. Alles klar, bei der Gelegenheit würde ich auch nochmal den Link zu Klaus Wittermanns Verlagsprogramm in den Chat posten. Da könnt ihr unter anderem euch die gesamten Werke von Wolfgang Kort anschauen, vielleicht auch kaufen. Genau, und damit würde ich den Abend beschließen. Ganz zuletzt würde ich noch auf unsere kommenden Veranstaltungen hinweisen. Das wäre ein Wochenendseminar mit Valeria Puschi und Zeiler zum Marktkapital Band 2 und 3. Das wird an dem Wochenende vom 21. bis 22. November stattfinden, also als Online-Seminar stattfinden. Genau, meldet euch dafür per Mail an, wenn ihr Interesse habt. Und Anfang Dezember am 4.12. wird Franziska Krah bei uns referieren zu dem Thema Der Traum von Israel, Vorgeschichte des jüdischen Staates. Ich kann mir vorstellen, dass das als Online-Veranstaltung stattfinden wird. Das steht aber noch nicht fest. Genau, ihr könnt euch auf unserer Website informieren, wenn ihr Interesse habt. Und wenn ihr in unsere Newsletter aufgenommen werden wollt. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Klaus, und bei allen, die zugehört haben. Und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.